Hallo ihr kleinen Giftkrümel des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmefolge von Let's Play Arsch Arsch im Kret Odi im See. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit, ist gelogen. Ich muss das anders formulieren. Ich habe heute allgemein Zeit, ich will aber vor 16 Uhr eine Folge online bringen und muss um 14.30 Uhr zu einem Bewerbungsgespräch. Zwinker, zwinker. Deadvision muss ich jetzt gerade schnell eine Folge aufnehmen, damit die noch rechtzeitig online kommt, und nachdem ich wieder zu Hause bin, kann ich mich dann darum kümmern, hier ordentlich zu mapsen. Ordentlich zu mapsen. Ich will einmal was versuchen. Ich nehme auf und alles so. Ich deaktiviere einmal ganz kurz die Vorschau. Ob das ein bisschen nochmal die FPS hochboostet, besonders in den Cutscenes. Da ist ja das Problem aktuell. So. Eine giftige Begegnung. Ist das jetzt, dass wir es abschließen, weil wir ihn da hinten gekillt haben? Oder hat er irgendwas nicht gespeichert? Ich sollte vorsichtig vorgehen. Sind hier Gegner? Hier ist nichts zu sehen. Oh, hä? Wo sind wir hier, dass die Gegner sind? Also, wir sind ja in den, ich nenne es mal in den Slums von Athen. Wobei hier jetzt nicht mehr unbedingt. Muss ich wieder in sein Haus einbrechen? Deine Lage hat sich verbessert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Doch solange diese Monster nicht gefasst sind, ist niemand sicher. Es war eine Gruppe von Fischern. Sie handelten im Auftrag eines Schlangenhändlers, der für Athens Feinde arbeitet. Und was ist mit ihnen? Ich habe ihnen ihre Fehler aufgezeigt und sie fortgeschickt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Gut, dass keiner sterben musste. Doch werden sie wirklich nicht zurückkommen? Ich habe ihnen sehr deutlich klargemacht, dass ich weitere Dummheiten nicht dulden würde. Nun, das hat sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem, Jesus. Ich werde Perikles davon berichten. 266 Drachmen ist jetzt nicht die Welt, aber nehmen wir. 4500 EP ist jetzt nicht die Welt, aber nehmen wir. Können wir eigentlich gerade irgendwas am Schiff-Level aufbessern? Oh ja, können wir sogar. Wir können sogar den Rumpf upgraden. Wirf zwei Speersalven in Folge, schieße zwei Pfeilsalven in Folge. Können wir beides nehmen? Haben wir genügend Olivenholz? Ja, haben wir genügend? Ja, eigentlich schon. Achso, wir haben nicht genügend Leder, ne? Ach, okay, dafür brauche ich kein Leder. Jetzt können wir auf jeden Fall nämlich mehr angreifen. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Schwere Schaden. Rammschaden. Schiffsverzögerung 18. Daisen brauchen wir 80. Also in der Cutscene hatten wir gerade durchgängig 60 FPS. So. Für das Volk. Claire. Empfohlene Stufe. Erkaufter Aufstieg. Attika. Ja, aber wir haben noch eine Aufgabe. Okay. Flucht aus Athene. Ja, ich habe heute ein Bewerbungsgespräch. Ich hatte ja ein Video hochgeladen, wo ich meinte, dass mein aktueller Arbeitgeber mir irgendwie die gesamte Lust und Laune an dem Job genommen hat. Ich weiß nicht, ob der Arbeitgeber, wo ich jetzt das Bewerbungsgespräch habe, besser sein wird. Wobei das für mich gerade auch erstmal Mittel zum Zweck ist. Damit ich zumindest mal aus dem Trott rauskomme und ein bisschen was Neues lerne. Ob ich da jetzt tatsächlich 5, 6 Jahre bleiben werde oder nur 6 Monate, wird sich dann herausstellen. Aber ich bin erstmal froh, wenn sich was ändert. Und nebenbei werde ich jetzt Spieleentwicklung lernen, damit ich mich selber auch ein bisschen weiterbilde und mir selber vielleicht was aufbauen kann. Mal gucken. Immer weit. Halt! Ich kann dich nicht durchlassen.
Geh beiseite. Es ist wichtig. Genau wie meine Aufgabe hier. Vielleicht kannst du Phidias nach der Verhandlung sehen, falls man ihn am Leben lässt. Es ist lange her, dass Phidias und ich uns gesehen haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh, noch ein letzter Besuch vor seiner Verhandlung. Er ist so gut wie tot, weißt du. Soll er es nochmal genießen. Aber sag keinem, dass ich hier war. Sicher nicht. Ja. Damals war Homosexualität tatsächlich in der Gesellschaft anerkannter zum Teil als heute, was sehr traurig ist. Wie komme ich da nochmal nach oben? Gibt es da kein Weg, keine Leiter? Anscheinend nicht. Anscheinend müssen wir tatsächlich hochklettern. Genau wie in das Haus, wo wir einbrechen mussten. Nö, müssen wir hochklettern. Ist auch keine... What the fuck? Vielleicht haben sie extra weggenommen, damit er nicht runterkommt. Entschuldige bitte. Wie kamst du an der Wache vorbei? Keiner kommt an hier vorbei. Ruhig, Perikles schickt mich. Lobet Athena. Ich wusste, er schickt Hilfe. Ich hatte Angst, die hätten dich auf mich angesetzt. Wer die? Die Schatten in der Nacht, die einem den Schlaf rauben. Sie jagen mich. Uns. Niemand ist mehr sicher in Athen. Der Kult des Kosmos. Du kennst sie also. Natürlich kenne ich den Kult. Sieh dir das an. Das sind Anweisungen. Für meine Ermordung. Doch sie wurden zerrissen. Dann will Perikles dich nicht aus Athen schaffen, um dich vor dem Urteil zu retten. Sondern vor einem Mordanschlag. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Ich bin nur ein Künstler, will nur schaffen. Was soll ich denn tun? Als allererstes musst du dich zusammenreißen. Über dich wird gerichtet. Das Volk ist gegen dich und der Kult will dich töten. Ah. Ich sagte, er reißt dich zusammen. Ja. Also gut, wir müssen los. Hast du eine Idee, wohin ich dich bringen könnte? Südlich von Athen liegt die kleine Insel Seriphos. Mein Freund Teras lebt dort. Als ich das Komplott gegen mich aufdeckte, informierte ich ihn. Wenn uns einer helfen kann, dann er. Gut, wenn er Hinweise auf die Identität der Kultisten hat, brauche ich sie. Ja, natürlich. Die Wache. Ich lenke sie ab, du schleichst dich raus. Wir treffen uns heute Nacht und segeln nach Seriphos. Verbirg dein Gesicht, bis wir uns am Hafen treffen. Verstanden. Du hast nicht wirklich gedacht, ich ließe dich hier einfach so ein- und ausgehen, oder? Also, wo bist du? Muss ich die töten? Kann ich die töten? Soll ich die töten? Also ich will die töten, ist halt so ein bisschen das Ding. Sieh einfach weiter. Also, nicht rechts liegt Q. Es ist immer noch Q, um zu blocken. Den Angriff, den ich gefressen habe, kann man nicht blocken, ich weiß. Aber eben als hier der Möppel kam, habe ich trotzdem rechts Klick gedrückt. Und das macht natürlich nichts. Mein Ödel. Jeha! Na, ihr geilen Schlomze. Und ein Wuffi. Kann man Wuffis hier streicheln? Ich habe mich sehr gefreut in Remnant from the Arches, dass man da Wuffis streicheln kann. Ich glaube, ich habe gerade einen Huhn überrannt. Komm schon. Ja, ihr habt gedacht, das könnte vielleicht ein Kopfgeldjäger oder ähnliches sein, weil der einfach so an mir vorbeigeritten ist und dick aussah. Aber vielleicht war es auch nur eine normale Wache.
Ja, ich weiß. Ich bin nicht so gut im Pferdereiten. Aber das kriegen wir alles hin. Oh Gott, ich häng gerade echt ein bisschen durch. Ich bin gerade, lasst mich lügen. Ich habe so eine Scheiße geträumt. Seit einer Stunde wach. Habe immerhin schon Müsli gegessen. Mal gucken, was ich heute allgemein essen werde. Ich hätte irgendwie Bock. Oh, so ein gemischter Salat und Hähnchenbrust mit Kräuterbutter auf Toast. Oh, das wäre geil. Hähnchenbrust habe ich auch. Müssen wir eigentlich nur was Salatiges holen. Morgen bin ich wieder auf der Arbeit. Da habe ich kein Homeoffice. Freitag habe ich Homeoffice. Hm, ja, doch. Majoken! Wenn ich meditiere, ist Phidias vielleicht da, wenn ich fertig bin. Man kann meditieren und das erfahren wir jetzt! Okay, wir brauchen es noch nie, aber trotzdem. Ein Glück, du hast es geschafft. Ich war schon in Sorge. Ich sagte doch, ich bringe dich raus aus Athen. Das hast du. Je länger wir warten, desto gefährlicher wird es. Segeln wir nach Seriphos, solange es noch geht. Seriphos. Wohin müssen... Oh. Okidos der Große, aber der Stufe 19. So, Terra. Ich hab mal geguckt, was es für Speedrun-Kategorien gibt in Arsch im Creed Odyssey. Und wie lange die so dauern. Und ich glaube, die schnellste Kategorie ist irgendwie NG Plus, Any Percent. Mit einer Stunde. Jetzt muss ich, glaube ich, lügen. Ich glaube, Stunde 57 oder so. Any Percent, nicht NG Plus, ist, glaube ich, 2 Stunden 30 in den Dreh. Heißt, selbst in den Speedrun dauert das Spiel schon relativ lange. Also 2 Stunden für einen AAA-Titel irgendwie. Auch ich vermisse meine Heimat. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon spielen. Es ist natürlich nicht viel, aber für einen Speedrun. Wenn man überlegt, dass zum Beispiel Outer Worlds in 7 Minuten, 9 Minuten, 12 Minuten irgendwie so durchgespielt wurde im Speedrun. Dort, wo die Athener die Perser besiegt haben, in dieser Bucht. Hat der große Athener Strategos Themistokles die persische Flotte vernichtet und die griechische Welt... Auf Position! Hört die Speere! Warum greifen mich denn die Athener an? Was haben wir denn denen getan, dass die Athener uns angreifen? Wollt ihr mich jetzt komplett sipschen? Oder hat uns das kleine Piratenschiff gesehen und ich habe die Athener außersehen getriggert, indem ich sie angegriffen habe. Was nicht unbedingt außersehen ist, weil ich habe sie aktiv angegriffen. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Oder wissen die, dass wir den Flüchtling an Bord haben und wollen es deswegen? Ich weiß es nicht. Vorne ist auch noch ein kleines Piratenschiff. Ich bin mir wirklich, wirklich nicht sicher. Kann halt auch wirklich sein, dass die Athener auf uns bissig sind, warum auch immer. Das ist ein nettes Schiff. Du musst das nicht. Was denn? Die Stille. Oh, das wollte ich auch gar nicht. Wirklich. Es kommt mir nicht so oft vor, dass ich über das Meer reise. Das kann befreiend sein. Ja, befreiend beschreibt es ganz gut. Obwohl mir auch ein bisschen schlecht ist. Lehn dich über Bord, ansonsten musst du das Deck schrubben. Die greifen uns nicht an. Das ist kein Piratenschiff, das ist ein Händler. Dreht sich dir der Magen auch so um wie mir? Du gewöhnst dich daran. Bald haben wir Seriphos erreicht. Oh, ich war einmal auf einem Schiff. Ich weiß gar nicht, irgendwie Sylt oder so. Oder an der Nordsee auf Klassenfahrt. Wobei, da war auch Sylt. Da war mir so kotzübel. Da ging es mir wirklich nicht mehr gut. Wobei ich auch schon auf einem offenes Meer mit Katamaran und so war. Das ging eigentlich ganz hübschig. Offene Gewässer! Die Gauchos
Das ging eigentlich ganz hübschig. Oh, verspreche aber, dass ich in den weiteren Folgen im Laufe des Tages besser gelaimt bin. Ich bin gerade einfach nur ein bisschen Matsch im Kopf. Und ein bisschen auch nervös. Schön, dich lebend und gesund zu sehen, Phidias. Wie auch dich, Teras. Wie du siehst, komme ich nicht allein. Ah ja, der gütige Held, den du in deinem Brief erwähntest. Schade für mich. Ich bin froh, dass ich ihn retten konnte. Und für diese Heldentat habe ich einige Informationen zu einem gewissen Brison, der Phidias vorzeitiges Ableben plante. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Ist das einer vom Kult? Bitte richte Perikles meinen Dank und meine Grüße aus. Und sei vorsichtig. Ich glaube, es schweben noch mehr Athena in Gefahr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Antiker Bogen und Kultistenhinweis. Quest abgeschlossen. Geschlossen. Flucht aus Athen. Kultisten. Was haben wir denn jetzt hier Hübsches bekommen? Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. Wie es bei jungen Männern, die zu hübsch, zu reich oder beides sind, stets der Fall ist, lebte Brison als Brison, das ist nämlich Franzose, als Schwächling, der sich zu leicht von anderen ausbeuten ließ. Im Kult sah er eine Möglichkeit, dies alles zu ändern. Er würde stark gefürchtet und geachtet werden. Im Gegenzug schwor er dem Kosmos, jeden zu foltern und umzubringen, der sich im Kult entgegenstellte. Okay. Athena Heldenkampfhandschuhe. Okay. So, wir haben gerade einen hübschen Bogen bekommen. Einen blauen Bogen. Bogen. Blau ist jetzt nicht so krass. Brief. Jetzt ist es Zeit zuzuschlagen, Perikles. Korrupter Freund mit Meteochos hat die Armeen schon zu lange unterdrückt. Nimm die Schlangen, du weißt, was zu tun ist. Meteochos ist nur der Erste. Denk an Kleons Worte. Die sollen uns zu großen Taten inspirieren. An Kleons Worte? Ist Kleon Teil des Kultes? Ja, das war ja er. Wir werden hier aber auch einen Cut setzen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es tut mir leid, wie gesagt, dass ich gerade ein bisschen durch bin. Wenn es nicht allzu schlimm war, lasst gerne mal ein Like da. Wenn ihr mir was sagen wollt, gerne einen Kommentar. Und wenn ihr mehr sehen wollt von Folgen, die eventuell besser werden, dann lasst gerne mal ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.